Und zwar, wenn ich die ganze Zeit Formeln umgestellt habe, die zum Beispiel geheißen haben mögen, meinetwegen 25 Quadratmeter, ich mach's mal ganz einfach, ist gleich Grundseite mal 5 Meter, ne, dann war das ganz leicht. Wir hatten vorher eingesetzt und jetzt ist es ganz leicht. G muss alleine stehen, hier ist G gemeint. Ich teile durch 5 Meter. Dann habe ich gesagt, 25 Quadratmeter kann ich mir als 25 Meter mal Meter vorstellen. Durch 5 Meter, das ist übersichtlicher für einen Anfänger, weil der sonst mit den Quadratmeterkürzen nicht zurande kommt. Und jetzt steht G schon allein da. Meter gekürzt, schön, 5 und 25 gekürzt, auch schön. Was bleibt übrig? Die 5 bleibt übrig, das Meter bleibt übrig und die Einsen, die können wir uns schenken, die sind nicht so wichtig. Ne, denn mal 1 durch 1 bleibt so das Ergebnis. Also 5 Meter ist gleich G. Ja, schön und gut. Was ist aber, wenn da steht, als Beispiel, erst eine Formel, a ist g mal h und ich möchte, dass g alleine steht. Ja, dann machen wir es ganz genauso. Dann sage ich, ich teile durch h, dann steht a durch h ist gleich g und das g steht alleine. Das war hier in diesem Fall sehr einfach, ne? Jetzt arbeiten wir nur noch mit Buchstaben, das ist also rechnen mit Buchstaben sozusagen. Man kann Buchstaben kürzen, wie mit den M's, wie Metern. Und genauso kann ich mit G's und H's und sonst was kürzen. Was steckt nämlich dahinter? Dahinter steckt folgender Umstand. Ich ziehe das mal ein bisschen runter. Hier steckt so eine Art Zwischenzeile dabei. Und zwar, normalerweise sage ich ja, das ist auf beiden Seiten durch H geteilt. Und hier stand G mal H durch H. Ich kann also dieses H und dieses H durch H kürzen. Und deswegen steht G mal 1 und mal 1, das schenken wir uns. Daher kommt das. Also diese Zeile, die schreibt man ja normalerweise nicht mehr mit. Wer es machen möchte, macht es ruhig und merkt, dass man auch Buchstaben kürzen kann. Jetzt gleich eine Übungsaufgabe dazu. Nehmen wir P ist gleich U mal I und ich möchte, dass I alleine steht. Und gleich die nächste daneben. R ist gleich U durch I. Und ich möchte wieder das I rausbekommen. So, jetzt mache ich eine Pause und dann legt ihr wieder zu Hause los. Beziehungsweise hier unsere Schüler. Also auf der linken Seite ist es leicht. Ich teile durch U, dann steht I alleine. P durch U ist I. Das ist nicht so schlimm. Übrigens empfehle ich allen, die jetzt von Fremden zuschauen, wir machen es grundsätzlich so, dass wir die gesuchte Größe da lassen, wo sie ist. Weil wenn wir jetzt anfangen zu tauschen, hier ist es leicht, aber manchmal wird das dann richtig kompliziert und wird viel Schreiberei. Muss nicht sein. Also, Ergebnis ist gleich I, ist genauso gut wie I ist gleich Ergebnis. Gut. Ich habe jetzt nicht vor, das nochmal zu erklären, wenn ich zum Beispiel, also solche Sachen, ich zeige nochmal ganz kurz, werden wir nicht machen, wenn P meinetwegen mit 3 Volt mal Ampere, also 3 Watt, bin ich in anderen Videos darauf eingegangen, geteilt durch 2 Volt dasteht. Mir geht es jetzt nicht um das Einsetzen und dass ich jetzt auch die Volt kürzen kann und 3 halbe ist 1,5 und das A bleibt übrig. 1,5 Ampere ist gleich Ergebnis, nämlich I. Das ist schön, ja, aber darum geht es jetzt nicht. Das ist, sondern wir werden es nur mit Buchstaben umgehen. Wir werden also nur mit solchen physikalischen Symbolen umgehen. Achtung beim zweiten Teil. Wenn ich durch U teile, ich zeige nochmal, welche Zwischenzeile dahinter steckt. Das machen gerne viele Leute falsch oder leider. Und zwar, ich teile beide Seiten durch U. Und hier habe ich mein U durch I. Und da ich teile, muss das U unter dem Bruchstrich. Durch heißt immer, ne? Durch ist eine andere Schreibweise, dafür ist der Bruchstrich. Wenn ich jetzt kürze, bleibt hier eine 1 stehen. Wenn ich schon kürze, wirklich die Einsen hinschreiben, denn jetzt merkt man es, dass hier oben über dem Bruchstrich eine 1 sein musste. Daher kommt diese 1 hier. Das ist der ganze Haken. Und jetzt kommt ein altbekannter Trick. Stürzen heißt, wenn ich reine Brüche auf beiden Seiten habe, kann ich das Reziproke von beiden Seiten wieder getrost hinschreiben. Es ändert sich nichts. Bloß mal ein Zahlenbeispiel. 8 durch 2 ist genauso wie 16 durch 4, das glaubt jeder, ne? 8 durch 2 ist 4, 16 durch 4 ist auch 4. Wenn ich das umgekehrt schreibe, 2 durch 8 ist genauso wie 4 durch 16,
Dann muss das ja auch stimmen. Kürzen wir das mal, um das wirklich zu glauben. Durch 2 ist 1, durch 2 ist 4, durch 4 ist 1, durch 4 ist 4. Ne? Ein Viertel ist gleich ein Viertel. Also die Gleichung an sich stimmt. Deswegen geht das Stürzen. Aber vorsichtig, Stürzen nur, wenn echte, saubere, schöne Brüche dastehen. Keine gemischten Zahlen und so weiter und so fort. Sonst geht's schief. Gut, wir kommen gleich zur nächsten Übung. Also ich glaube, bei diesen Aufgaben ist es nicht weiter schwierig. Nach üblichen Regeln der Kunst, sprich Regiestrich, gucken, was stört, plus C stört, minus C ergibt dann auf beiden Seiten minus C, hier hebt sich's auf, A minus C ist B. Genauso MSF mal L, das ist so ähnlich wie PSU durch I, ne? PSU mal I, MSF mal L, F gesucht durch L und so weiter. Ich könnte es auch umgekehrt machen, wenn ich L suche, dann mache ich es anders, dann, naja, das ist nicht weiter schlimm. Genauso wenig schlimm ist zum Beispiel Folgendes. Meinetwegen, das ist jetzt eine erdachte Aufgabe. A ist gleich B plus C mal D und ich suche, halt, jetzt habe ich den falschen Stift genommen und ich suche C. So, was muss ich da machen? Ich zeige es mal kurz, bevor wir dann zur nächsten Aufgabe kommen. Achtung! Punktrechnung vor Strichrechnung. Ich sage ja immer Klaps rückwärts. Ne? Klammer, so rechnet man zuerst. Klammer, Punkt und dann Strich. Aber beim Gleichung lösen, rückwärts. Also Klaps rückwärts. Na. Klaps rückwärts bedeutet, ich kümmere mich zuerst um die Strichrechnung. Halt, geht hier nicht. Na gut, dann kümmere ich mich um die Punktrechnung. Das geht. Und zum Schluss um die Klammer. Also, wenn keine Strichrechnung zuerst möglich ist, weil die ja eingeklammert ist, darf ich mich noch nicht darum kümmern. Sage ich, okay, ich kümmere mich zu Anfang um die Punktrechnung. Also, na denn, wenn ich das C alleine stehen haben will, stört mich schon mal D, also durch D. Dann steht A durch D ist gleich B plus C. Ich kann jetzt die Klammer weglassen, weil die ganze Klammer, der ganze Inhalt der Klammern, also erst die Summe, zu bilden, wurde ja eigentlich mit D multipliziert. Da jetzt aber das D nicht mehr da ist, kann ich die Klammer weglassen. Ich suche immer noch mein C hier. Das möchte ich haben. Na gut, ist ja nicht schlimm. Dann stört mich noch plus B, also minus B. Dann heißt die ganze Formel A durch D minus B ist gleich C. Da ist es schon fertig. Und jetzt kommen wir nach gleicher Lesart zu folgender Aufgabe. Ich lasse das mal so stehen.